Herzlich willkommen, Zuschauer, zu einer Folge Dota mit René. Yo. Hi. Guten Tag, René. Hi, hi. Was spielen wir denn in diesem Spiel? Dota. Ja, weißt du, der Boy ist am Essen und Ventilator, ey. Einfach beides. Ventilator hat man doch keinen, oder? Doch. So. Ja, ja. Eventual Warlord spielen. Und ein Wrath King haben wir dabei. Support, oder? Ein Dazzle. Ich werde eine Maiden spielen mit dem Bobo auf der Toplane zusammen. Bist du mit? Achso, okay. Das ist, glaube ich, ganz. Naja, ich weiß nicht, was der eine spielt. Aber das, glaube ich, ist ganz geil, weil die Mana-Aura ist halt mega. Mega nützlich. Tja, mal gucken, wer jetzt pickt. Eigentlich kannst du irgendwas picken. Und was? Ja, supporttechnisch irgendwas. Wenn du willst. Okay. Ist der Ancient Supporter? Ja. Du musst jetzt Mitte oder Carry? Oh Gott, ernsthaft? Ach Gott, ey. Ja, RIP. Du weißt, wo ich hingehe. Ja, mittlerweile eigentlich auf die Offlane mit dem Held, aber. Ne, Mitte. Ja, mittlerweile wird er mega oft als Offlane angespielt. Aber da sind wir ja schon zu zweit. Ich hab schon seit Dota 1.0 nicht mit Patch gespielt. Hook Rod Ulti. Was für ein Reward? Achso. Was mit dir? Ja, schon. Junge, dein Mikro, ey. Fuck das Game. Dein Dingens Mikro, ey. Was mit dem? Ja, man hört dich halt ultra laut am Snacken da. Ich bin ja fertig jetzt. Und so. Kann ich mir gleich meinen neuen Skin herzeigen, den ich gezogen habe, ja? Richtig sick am Stissel hier. Was? Welche für 8 Items kaufe ich denn mit dem? Am Anfang? Irgendwelche. Irgendwo, wo ich Mana Rack habe, wahrscheinlich wegen Hook, oder? Richtig. Vielleicht ein Ring of Basilisk für Damage noch dazu. Am Anfang kaufst du meistens. Du brauchst am Anfang eine Bottle. Ja, schon Bottle, genau, ja. Aber du kaufst ja nicht Bottle sofort, du kaufst den Bottle halt. Das macht man am Anfang. Eigentlich kannst du immer so ein. Du hast das sowieso vor, dann sind wir einfach ein Guide zur Hand. Am Anfang immer eigentlich ganz okay. Der eine hat ein Penisbild, der Trigger. Das ist ein Penis mit Strohhalm und einer Sonnenbrille. Ja. Also der Guide sagt, es soll mit Windlands anfangen, Heal, Salve, Tango und Mango. Dann mach das halt. Ich hätte schon RIP, ey. Nee, Spaß. Vielleicht eher die Windlands wegen Move Speed, wegen Dwarf wahrscheinlich. Ich nachkommen. Ja, ich habe halt auch schon so lange nicht mal gespielt, dass ich es auch schon nicht mehr so richtig weiß. Nein, ich gebe noch einen Guide. Ich kaufe mir dann noch die Tranquil Boots. Magic Stick, da kaufe ich mir eine Everlands. Ne, ich kaufe mal Hood of Defiance zuerst. Oder ein Vanguard, irgendwie sowas. Guck mal meinen geilen Arm an, ey. Yeah. It's in the bag. Wow, ja, was ist denn das Ekelhaftes an deinem Arm, ey? Das ist Immortal, ey, lass mich. Und dann noch eine Bottle halt, die kaufe ich mir dann. Ich meine. Indeed. I move.
Oh, wir haben nette Teammates, so wie es aussieht. Da ist ein Ding bei euch unten. Aber. Ich bin oben. Achso. Ich habe gerade mit, ich hatte gerade mit Bianca telefoniert oh, und. Oh, das war der Creeplock des Jahrhunderts, ey, auf meiner Seite vom River. Nice. Ich habe gerade mit Bianca telefoniert und die hat mir noch eben Story vom Wochenende erzählt. Und, dann am Ende so, ja, spielt jetzt doch eins? Und ich so, ja, spielst du eine Runde Dota oder was? Und dann meint sie so, ja, dann, dann viel Spaß und so. Dann meinte sie, ja, was machst du jetzt? Ich so, ja, weißt du nicht. Dann meinte sie, ja, dann auch viel Spaß dabei. Oh fuck, ey. Vergesst, dass man da mit dem Hook auch eigene Minions hookt, ey. Wow. So ein bisschen, ne. Oh, Tiny ist mit, ich bin nicht da. Nee, nee. Okay. Schön. Alter. Was ist mit? Ah, ich muss den mal muten. Ich mute nicht, ey. Bis jetzt noch alles cool hier. Eine ist mit bei mir wieder. Was macht der Dude da, ey? Ey, ich bin so ein Vollidiot, einfach nur, ey. Kannst du dir gar nicht vorstellen, ey. Hab ich mir schon gedacht. Tiny Roam hat mit die ganze Zeit für nix, ey. Macht nämlich interessant. Ich darf nicht vergessen, dass ich meine Minions hooken kann, ey. Rubikfeld. I move. To battle. Into the breach. Oh, er tippt Mitte der Dudi. Oben kommt die erste Rune, oder wo kommt denn die erste, weißt du das? Random. Okay. Du, kannst du mir einen Watch stellen, dass ich es weiß dann? Kann ich. Ja, auf die Rune. Let's go. Wann kommt denn die erste, habe ich keinen Zeitpunkt? Nach 2 Minuten eigentlich. Ne, die erste kommt direkt nach Spawn. Eigentlich, meine ich. Also früher war es so. Wenn das Spiel anfängt, dann kommt auch eine Rune. Und dann immer alle 2 Minuten. Das ist die Rune. Ja. Damage ist top. Ich muss einfach nur austrinken und dann. Ja. Aber. Okay, ja, gut. Das war früher auch, früher musste man es extra anwählen. Denk aber dran, dass wenn du. Der erste ist kein Heal, ich weiß schon.
Ja, das auch, aber wenn du Dingens machst, wenn du deine Bottle zum Beispiel leer hast und die in den Kurier tust, dann ist der Zurück zu der Kasse. Kurier, dann ist der Kurier 25% langsamer. Achso, okay. Wo ist denn der Gegner? Mitte. Ja, das ist ein bisschen allgemein gesagt gerade. Ja, Mitte beim Tower, direkt vor mir. Wait, what? Ja, da ist so meine Ulti abgebrochen, der Dude. Oder hab's selber gemacht, keine Ahnung. Ja, doch immer mit der Kasse. Achso, naja, gut. Da ist eine Invis ohne Top. Boom, und die sonst, dann ganken wir den. Fuck, ja, gut. Warte noch ein bisschen. Hast du dich geholt jetzt? Noch nicht. Kann halt ultien. Ja, nimm sie, nimm sie, nimm sie. Kann sie halt ulti, ich kann ihn halt ultien, wenn sie ist. Ja, warte. RIP einfach nur, ich hab zu wenig AP und zu wenig Mana. Stirbst auch, pass auf. Ja, ich kann dir nicht helfen, ich hab kein Leben. Und kein Mana für irgendwas. Wie viel Lack er wieder hatte, Mann. Der Rubik ist mit. Muss aufpassen. Mit die Heilung. Und ich kann wieder zurückgehen. Ich will kein Dingens mehr. Da kommen die Progs. LOL, der Mitte ist so low, das lag, ey. Der hat eine Hand of Midas geklaut. Los, ey. Das lag ist mit Todeslow, aber pass auf. Hätte ich trotzdem noch bekommen. Der ist irgendwo zu dir hochgelaufen. Da ist er doch noch, oder? Ich bin gleich wieder da, eigentlich brauchst du ja nichts. Ne, dennoch, dann CS. Du kannst aber hier bleiben noch schnell, vielleicht können wir was mal reißen hier. Wollen wir mal raufgehen? Dann. Wait, what? Ja, ich stand davor, glaube ich. Ja, ist nee, egal. Der Minion war davor. Der Minion war davor. Ach so. Pass auf, da ist ein. Ja, ich hab die krasseste Magieresistenz, ja, der kann nichts machen. Was liefern lassen wir jetzt schnell. Lag kommt mit dir wieder. Was lag ist mit dir wieder? I thought as much. Bottle mir schnell hier die Scheiße, also die
Rüstigkeitsrune für 2 Ding. 69 Gold, Baby. Oh. What? Ah, predicted habe ich es ja vorher gedrückt. Aber hier in dem Spiel, du merkst halt hier echt noch den Unterschied. Im Gegensatz zu zum Beispiel Spielen wie Overwatch oder so. Hier ist die Hitbox nicht ganz so riesig. Nee, stimmt schon. Ich hab meine Ulti gleich wieder, ey. Da los. Lag ist wieder mit, aber ich glaube, den kann ich allein jetzt auch reißen. Tranquil Boots incoming. Slug ist wieder mit. Ja, Top Fill quasi. Ja, da kannst du mir vielleicht bitte was mal reißen hier. Mitte ist auch Mist. Mehr Mitte ist da. Der ist down, der Dude. Schön. Boah, einfach noch der Animationswillen noch. Woo! Ich hab einfach hier 20. Also ich muss meine Dinge noch direkt hin. 20 Sekunden auf mein. Auf meine Ding. Meine Ulti, ich hab sie schon wieder. Mhm. Komm mal hier zu euch mit. Du. Wait, what? Hi! Nein, ich hab ihn schon wieder abgesnackt! Hast ja doch trotzdem noch. Ja, aber das ist halt ärgerlich. Ich meine, ich mach das ja auch nicht absichtlich oder so. Der Rubik. Ist er doch, der Duty. Wo ist er jetzt? Ist er hier? Also. Er wird auch da oben Bord haben. Ähnlich, ja. Vom besten Tar pushen, wenn schon alle da sind. Die haben halt alle Aussicht auf dem Schrein, das ist das Problem, glaube ich. Toll, ich hab das CS geklaut. Tar kann mich schon fokussen, damit habe ich kein Problem, weil ich kann mich eh so schnell dann wieder hoch. Aha. Ja, vor allem, weil, weißt du, er kriegt genau, er macht, der Ancient macht die Ulti, trifft ihn voll mit dem ganzen Damage und dann komm ich noch dahin und mach Dingens halt. Noch ein Abstecher über oben und holen wir den Ding hier. Ah ne, wir haben weggesnackt. War doch nichts. Jetzt können wir jetzt, soll ich mir gleich einen Agamemnon holen, instant? Ich weiß nicht, du kannst. Das ist schon richtig sexy mit ihm, glaube ich. Ich überlege gerade, was ich mir hole. Können wir mal einen Point Booster, würde ich sagen. Ich komme schon zu dir. Der Rubik ist mit. Ja. Luna ist top.
Alter, ey, diese Range nicht, ey. Alter hier. Alter hier. Was? Aber er überlebt der Refkin, das ist wichtig. Würde ich sagen. Ich hab meine Ulti auf Max, ich hab meine Mana auch auf Max. Das ist voll nice. Tiny ist mit. Okay. Also der Tiny Boy. Man weiß, meine Mates kriegen halt einfach 3 Mana Rack dazu. Das ist halt ultra nice für so einen Wraith King, der halt Mana braucht für seine Ulti und seinen Stun halt so dringend. Für den ist halt dieser Mana Rack ultra geil. Ich kann meinen Point Booster holen jetzt, das ist richtig nice. Who have? Ich muss sagen, dass ich mir gerade überlege, eine Midas zu holen. Ich hab so eine Hardcore-Rack, ja, der Tower kann mich 20 mal angreifen, ist mir einfach scheißegal. Ich hab eine 26er-Rack außerhalb vom Team, außerhalb vom Kampf. Plus 12 Stärke durch meine Passive. Das gefällt dir, das. Ja, weil das immer so witzig benutzt. Ich hole mir die 2 Mana Rack für den ersten Talentbaum-Spell. Die 8 Stärke, auf die kann ich gleich verzichten. Ganz ehrlich, bin. Was holst du die Mana Rack? Ich hole mir die Mana Rack, bevor ich mir die 8 Stärke hole. Die bringt mir im Leckgame halt auch nicht viel. Meiner Meinung nach ist das wichtiger. Ich glaube, deine Ulti-Skelett hat Stärke. Ja, trotzdem. Also Mana Rack, ich bin halt auf Mana extrem angewiesen. Guck mal, Magic Resistance auf mit meinem ersten Punkt da. Weil, ganz ehrlich, plus 60 Schaden oder 15 Magic Resistance? Warum soll ich denn den Schaden nehmen? Das macht für mich überhaupt keinen Sinn. Little Roaming so wie die anderen im letzten Spiel, ey. Einfach doch Roaming. Dann die Mini-Rap pushen hier ein bisschen. Oh, da wurde. Er wurde zurückgeruckt. Ja, ich denk's mir auch, ey. Ey, das ist mega low, das Ding hier. Ja, den hab ich so runtergedingens. Mein. Mein Freeze, also mit meinem, was die Gegner festfreeze, weil das macht ja. Das macht ja, guck mal, ich hab da 17 Minuten Midas, 18 Minuten. Das heißt Crystal Maiden, ne? Ja, klar. Lol, ey, das ist doch fast schon Standard, ey. Na. Nee, gut, ich weiß schon. Aber trotzdem, der Supporter. Dafür, dass ich noch die ganze Zeit. What? Irgendwas läuft auf meinem Tisch rum, nice. Komm mal, ich komm mal schnell. Was? So. Ich meine, das kannst du halt noch mal ein bisschen besser supporten, weißt du? Ich weiß schon, mit viel Geld kann der Supporter auch viel anstellen, das ist ja nicht. Ja, das ist halt das Gute halt. Mal schaffe ich einen Hook? Ich habe den Slug richtig gefickt gerade, ey. Tschüss, Ficker, ey. Ich habe während der Unsichtbar war gehookt. Naja. Von dir weg sogar, eigentlich hab ich den Arsch gerettet, Digga. Ja, ich hatte meine Ulti an, aber danke. Ja, aber du warst, kennst den Angriff, du kennst den Damage vom Slug auf einmal. Ja, sein Kuh macht halt. Der macht instant dann richtig viel Burst Damage rein mit seiner Combo. Ja, sein Kuh macht halt viel Schaden, ne? Seine Kuh-Combo, ja. Mit der Hooken gar nichts. Tiny vielleicht, der ist im Jungle gerade. Mal, was da so abgeht, würde ich sagen. Hier ist nichts. Dann push mal mit da. Mit Tau sollte down gehen eigentlich. Das ist jetzt suboptimal. Ja, sie meine Ulti, ja, guter Tiny hat meine Ultimate, gedingstelt. Wie heißt schnell?
Slug sollte down gehen, Slug geht nicht down. Er hat noch 1 HP, also 1% HP hat der Slug noch. Okay. Der Abaddon ist halt so ein Champion, den haust du runter mit deinem Damage und dann macht der Ulti das wieder voll HP. Ja. Aber gut, so ist halt hält halt, ne? Ja, klar, oder so. Aber guck mal, ich hab in den Tranquil Boots, ich hab 16,5 Life Rack und 10er Mana Rack, das ist so krass. Ich hab 13 HP Rack und 6 mit 6 MP Rack. Ich bin noch eine Sekunde tot, ich komm schon. Ja, da kann ich nichts machen. Das war ein Fail-TP von mir gerade, ein richtiger. Wait, what? Tiny outplayed! Give HP, please! Ach, Tiny. Nein, ich brauch Leben. Let's go. Lunar ist mit. Agreed. Lunar? Ist wieder zurückgegangen. Nö. Du willst einfach, dass sie wieder 4 Carries spielen, ey, oder 3 mehr oder weniger. Wieder richtig behindert. Ich hasse sowas. Lol, ich geh einfach weg, ey, und dann nächste Minion Wave und ich verpasse sie. Ein Baum wäre natürlich jetzt auch noch nice, der wäre die Tower halt. Ah, der ist halt immer nice, logischerweise. Baum ist halt immer nice, ja. Ich spiele ihn auch richtig gern. Kannst natürlich das immer gebrauchen, also ein Heiler, Heilbaum. Klar, so ein Heilbaum. So. Hier so. Was geht da was mit dem Hook jetzt von hier? Wenn ich was sehe? Weiß nicht, was du tust. Ich habe 27 Rack von den Tranquil Boots, wenn ich aus der vom Kampf bin. Ja. Ich habe halt auch 16. Ja, du, mit der Tranquil. Ach, da waren viele Gegner hier in der Gegend. Ja, Slug. Ja, deshalb. War top. Guck mal, ich den, da ist der Tiny. Oh, sorry. Ja, ich hab nach vorne geguckt. Auf das habe ich jetzt aber nicht geachtet, eigentlich ist meine Schuld, weil ich habe auf mich nicht geschaut, wo du stehst. Ja. Oh man, irgendwie, keine Ahnung. Fünf Rüstung oder fünf Bewegungstempo. Fünf Rüstung, glaube ich, ist besser mit dem Patch. Da bist du ja der Volltank. Unten ist Abaddon. Gut, dann geh ich rein. Er hat einen Radiance, ey. Wer hat einen Radiance? Der Abaddon. Okay. Probieren wir, was der Botlane geht. Ja, die spielen einfach fucking 5 Carry Team. 4 Carry Team. Ja, da ist die Luna mit der. Das ist der Aber. Warum hilft mir keiner von euch, ey? Weil wir tot sind. Achso. Ja. Ey. Der Abaddon. Okay. Wem schreibt er das? WK Wolfgang, also ja. Ba, 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 ba. Das Sven einfach nur im Jungle hart hochfarmen will, wenn ich hier wäre. Kann der Wolfgang eigentlich auch carryen? Der Wolfgang ist doch normalerweise ein Carry.
Echt? Okay. Klar. Es ist starker Held, der nur Damage macht eigentlich. Okay. Aber wird halt auch mittlerweile dann, kannst du auch teilweise halt auch mit so ein bisschen Supporter spielen, halt so. Ich geb Bot. Geh du mit, bleib du mit. Also Tiny ist Botlane, also Bot-sided. Sind drei Bot. Schon wieder, ey. Ich achte nicht auf das. Das ist richtig nervig. Und der eigene Ding gucken kann, gut, das Ding ist tot. Grüße Leben, Alter! Lol, der Damage. Klick dort, klick dort, klick dort. Ja, der hat seine Ulti gemacht, das Ren. Ja. Ja, macht gerade einfach doppelt so viel Damage. Okay, der ist auch down, das lag eigentlich. Oh, ja. Ja. Ne, lief nicht. Der hat seine Ulti gemacht, der Pisse. Ich bin auch down jetzt, glaube ich. Wir haben jetzt halt vier Gegner, was willst du machen, oder? Ja. Wir können jetzt auch nur am Farmen halt, aber ja, gut. Ja, die pushen Bot. Die Luna ist, glaube ich, die stärkste von denen. Die Luna carryt die am meisten. Würde ich jetzt stark sagen. Ja. Möglich. Geht. Ja. Ich habe keine, ich habe meine Cooldown auf der TP drauf. Hilfe. Man hat so viel Pech, man. Ach Gott. Warum sind denn auf einmal alle wieder da, Mann? Das ist doch unfassbar. Aber hat seine Ulti noch, oder? Und soll ja nicht nur so nach vorne gehen, der Pisser. Oh shit, ey. Ich bin down. Flammt er mich, ey. Ich bin doch kein Supporter, ich kaufe den Type, wenn ich will. Nur wenn es halt besser fürs Team ist. Ich kenne mich halt trotzdem nicht aus bei dem Spiel noch, das ist halt auch eins der Probleme. Lag macht jetzt den Rev King hier. Wenn ist auch down. Doch nicht. Wenn Sven Becker Berg geht's nochmal ab, eigentlich. Gott, das lag. Durchdrehen. I thought as much. Faster. Was denn? Lol? Lol, ey. Ja, dann erzählt er gleich wieder mich, pass auf. Der Button. Let's go. Risky Cancer.
Luna ist top. Sie hätte den scheiß Mantas da, ich weiß nicht, welche die echte ist überhaupt. Yes. Let's go. Into the breach. Jetzt sind sie wieder an der Bottom. Boah, das ist aber das, was ich so hasse. Oh, da oben ist so ein Stark. Mann, Creeps, Alter, blockt halt echt so hardcore krass, Alter. Der Rubik hat sich gerade mein E gesnackt. Also mein Wort. Slug macht dich One-Hit, wenn er auf dich drauf springt. Ich dachte, der geht hier entlang. Ich habe ja nur 4 Sekunden Cooldown. Was für eine Range hat das denn? Weg rein, ey. Oh, nee. Ey, aber die Range ist ja lächerlich. Ja, chill doch mal, ey. Zeig dir noch in den nächsten 30 Sekunden noch 10 Mal, ey. Get pipe, get pipe, get pipe, get pipe, get pipe. Ja, denkst mir auch, ey. Ja, die Fresse jetzt, Mann, ey. Nicht du. Rigo. Ich bin schon beim Bauen, ey. Ich hab schon Headracer gekauft. Junge, get pipe, ja. Abaddon ist Bot. Ich hasse den Abaddon-Helden, ey. Mit diesem Heal ist einfach nur eine Frechheit, meiner Meinung nach, ey. Ja, die Ulti ist auch noch geil. Die Ulti. Ah, die, das Zepter ist auch noch geil. Ja, klar, ich bin tot. Ich hab nur 4 Sekunden Cooler auf meinem Hook, also. Jetzt können wir noch weitergehen. Hm. Agreed. Abaddon ist hier. Stark hat erstmal Double Damage, nice. Denk's mir auch gerade, ey. Ich bin tot, ey, nur mit dieser scheiß Wolke. Ich geh rein mit einem Double Damage, ey, 5 Milliarden Schaden. Man kann ja nicht stunnen, gar nichts. Ja, wir haben keinen Ulti. Na, aber dann bekommt er nicht dann, dann macht seine Ulti und ist wieder volle HP, ey. Achso, ich bin jetzt der, der getroffen wird, okay. Ja, gut. Wenigstens, ey. Ja, ich hab 1000 Gold dafür bekommen, das war dann doch ein bisschen worth. Ich mit diesen neuen Items halt einfach noch nicht so gut aus, leider. Jetzt Mitte. Ja, Middle Tower ist Undertex, das war ein Ranged Minion. Keine Push Top. Blink Dagger. Macht denn die Pipe überhaupt? Magie, schon Magie, Resi. Wenn du die aktivierst, dann haben alle eine Bubble. Ja. Was ist das für eine Range einfach? Das ist doch lächerlich. Das ist doch einfach nur lächerlich. Hm. What the fuck einfach nur? Deine ist top wieder, der ist tot. Schön.
Ja, die haben eine Ward bei uns oben stehen. Ja, komm zurück. Was hab ich schon längst aktiviert, ey? Was ist mit ihm? Rot, 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 rot. Dann, Mann. Das haben sie auch wieder geändert mit dem Dingens, wow. Wow, hier ist das Lag mit der. Lag ist Topside, pass auf, du kannst dich, der kann dich snacken. Da ist er. Ja, aber ich warte halt gerade mal. 24, der Dude, ey. Slug ist bei dir. Ja, ne, Slug ist hier irgendwo. Ja, du hast ihn jetzt zurückgehockt, der ist dann mad, aber er war eh in der Wolke, also ist egal. Das hab ich nicht bekommen, ey, soll die Fresse halten. Alle Mist, die werden Warschirm machen jetzt wahrscheinlich. Nee, doch nichts. Schön. Black ist mit bei mir. Nein, er hat doch ein Leben, ey, was ist das? Ich bin out of Mana. Warum bin ich. Habt ihr ein Ding, ey? Warum hab ich kein Mana mehr? Ich hab kein Mana mehr gehabt, warum, ey? Ob der irgendwie so ein Mana abzieht? Wer denn? Der Each Attack burns 50 Mana, ja, ja. Ey, was denn? Late. Das lag, hat mir mein Mana jetzt weggezogen mit. Ja, ein Diffo Blade, ja. Ja, die Fizzle Blade. Ich hatte jetzt kein Mana mehr, ich konnte nicht mal ulten oder irgendwas. Was ist der Boy so mad, ey? Weiß nicht. SCFU, like your mom. Die Madness. Ich bin absichtlich mad, aber irgendwie hab ich dann keinen Bock mehr. Ja. Ich würde dann eher vor der Kings lieber spielen oder so. Ja, mal gucken, was sich so ergibt. Sind die Putins wieder am Start? Abaddon ist top. Der farmt halt wieder richtig hart hier. Putin Boy. Abaddon ist top bei mir. Let's go. Ich bin gerade mal Level 16, ey. Wobei es geht eigentlich. Du bist Level 18. Richtig schlecht dran, ey. Gut, ich bin da. Das Problem ist aber auch, dass ich halt voll selten meine Hand of Midas benutzen kann, weil ich halt auch so. Ich komme ja nicht aus der Base raus. Kannst du auch die Cubes benutzen, also die kommen auch nicht in die Base rein. Ja, meistens nicht. Wenn deine Frau. Guck mal, der Wraith King zum Beispiel geht jetzt auch top und farmt den einen Wichser da ab. Da ist der Abaddon ist mit. Ba, 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 ba. Was soll ich mir jetzt als nächstes holen? Ein Chain, ein Blade Mail? Genau. Blade Mail. Ja, okay. Hast du denn? Aber dann, ja, ich hole mir da ein Blade Mail, mir egal. Ja, oder ein AC. Warte mal, hat einer ein AC? Ich hab schon angefangen mit dem Blade Mail. So, man kann die Sachen ja wieder verkaufen, ne? Ja, aber trotzdem. Ja, Mitte. Aber dann hat so viel Leben. Einfach 4 Carry-Game wieder. Es ist so lächerlich no-skillig, aber es passt halt, es geht halt trotzdem gerade. Ja, bringt nix. Guck den Damage an, den ich bekommen habe, ey. Nur dafür, dass er einfach nur da steht.
Nein, es geht doch nicht alle rein. Ja, kurz hätte ich es da machen, weil es Evo ist, aber. Ich bin einfach 1, 2, 3, 4. Die Gegner haben mich angegriffen, weil ich gestorben bin. Der Abaddon geht einfach rein, der ist mir einfach scheißegal, ey. Meine Ulti macht er jetzt, oder? Ja, da ist die Ulti. Guck ihn dir an, guck ihn dir einfach an, ey. Nee. So lächerlich einfach, ey. Ja, guck dir, wie viel Leben er hat. Ja, ja, der kommt noch dazu, aber trotzdem, ey. Der Heal ist einfach eine Frechheit vor dem Herrn. Er wandelt einfach jeglichen Schaden im Heal um, ey. Ja. Wie OP ist die Scheiße? Das ist einfach wie so ein kompletter Full-Heal im Teamkampf. Ja, aber im Early Game und so ist es halt mega nutzlos. Ja, aber. Also, was heißt nutzlos, aber. Nee, eigentlich gar nicht, weil du, wenn du davonläufst. Ist ja, na. Relativ, weil du musst ja überlegen, im Early Game, wenn du halt noch nicht so Items hast und noch nicht unbedingt die Escape-Mechanismen hast, du wirst halt angegriffen und du machst die Ulti an und denkst dir so, die Gegner heilen dich jetzt, dann greifen dich einfach 2 Sekunden nicht an und dann, na gut. Na gut, liebe Zuschauer, das war ein Los. Vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal, haut rein.